So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Bild und Ton sollte da sein. Dann legen wir auch los. Es ist jetzt dann genau 9 Uhr. Der Xetra-Handel beginnt sofort. Aber zuvor schauen wir auf den Forex-Bereich. Zunächst mal zu den Yen-Paaren. Hier der Euro gegen Yen steht, hat hier den Aufwärtstrend gebrochen und steht jetzt hier dicht vorm Verkaufssignal. Ja, auf 4-Stunden-Basis in Schlusskurs wäre ein Bruch dieser Marke, wo jetzt direkt dran steht, also unter dieses Tief, wäre ein Verkaufssignal mit Ziel 11, 111,55. Wenn man jetzt hier sieht, wie der Kurs an dem EMA 38 mal wieder abgeprallt ist, kann man diese Linie als Stopp dann benutzen, aber eben auch auf Schlusskursbasis eher. Oder man nimmt halt das letzte Hoch hier bei 114, ja, 80. Der US-Dollar gegenüber Yen ist natürlich dann auch gefallen. Die Yen. Und hier gab es ein Beitrickermarke, die natürlich dann nicht erreicht worden ist. Nach unten werde ich das jetzt hier nicht handeln. Zu Silber. Mir gestern noch das Video gegen, was war es, 21 Uhr angeschaut hat, habe ich gesagt, man soll noch ein Limit reinlegen, rund bei der 20 US-Dollar Marke oder in der Nacht eben noch bei rund 19,50. Und hier ist dann tatsächlich um 3 Uhr nachts eine Verkaufslawine losgetreten worden und der Kurs lag direkt an der besprochenen Marke, jedenfalls das Tief. Was man jetzt hier vielleicht noch ja, achten soll, ja, unterhalb der Rainbow-Unterkante kann sich das hier schon nochmal nach unten auffächern, aber wie gesagt, ist ja eigentlich alles genauso passiert, wie in dem Video erzählt und auch nicht mehr hier seit der Triggermarke nicht mehr über ja, der eingezeichneten Unterstützung beziehungsweise dann eben des Widerstandes gelaufen. Das passt hier alles nur der australische Dollar gegenüber Yen ist hier eben exakt an der Oberkante abgeprallt, konnte hier nicht mehr sich weiter nach oben bewegen und steht hier unter der Trendlinie. Zum DAX war ja am Wochenbeginn die Marke hier bei 9.830 ja genannt werden geworden genannt worden wurde genannt und kein Kaufsignal wurde hier eben generiert und anschließend sieht man ja, dass dann der DAX Richtung ja, 9.700 Punkte abgetaucht ist und vorbörslich war eigentlich hier der DAX direkt bei 9.625 ist hier angekommen. Hier ist eine horizontale Unterstützung noch. Die könnte noch halten, beziehungsweise ein kleiner Rücklauf oder auch ein möglicher Gap Close bis 9.700 Punkten wäre hier denkbar. Gestern wurde ja hier die Kaufmarke eben auch nicht erreicht, also hier ist nach oben eben nichts passiert. Ich schalte mal hier auf die Indikation um. Ja, direkt an der Marke, die vorher gerade im Chart benannt worden ist, etwa den Markt komplett gedreht und versucht dann hier einen Gap Close im Prinzip hier dann zu starten schon, ja, oder halt Richtung des horizontalen Widerstandes im 4-Stunden-Chart hier sich hoch zu bewegen. Brent und WTI sind eben mit den West Futures auch auf dem absteigenden Ast heute Nacht gewesen, aber allerdings hier liegen die Marken noch relativ weit entfernt. Hier hat er jetzt kein Kaufsignal generiert.
In meinen Augen ist jetzt hier erstmal eher neutrale Zone angesagt. Hier unten ist dann, wie besprochen, die Verkauftriggermarke. Hier bei WTI wurde die neutrale Zone auch noch eingezeichnet, beziehungsweise oberhalb kann er sich hier auch nach oben noch auflösen und in der gelben Zone dann eher, ja, absolut keine neuen Investitionen sind da eigentlich denkbar. Der Hang Seng war schon gestern hier direkt wieder am EMA 200 abgeprallt und liegt heute auch wieder unter dem Widerstandsband oder an dem Widerstandsband. Muss man eben beobachten, erst mit dem Ausbruch eben, ja, auf Tagesbasis über. Ja, liegt jetzt weiter hier. Vielleicht 100 Punkte kann man das senken auf 21.400. Also ein Schlusskurs, ein Tagesschlusskurs über dieser Marke sollte dann ein Kaufsignal sein. Interessant hier weiterhin eben dann die ProSieben-Aktie. Die dürfte heute jetzt mit der kleineren Schwächeanfall im DAX den EMA 200 testen im Wochenchart und davon dann eben im Tageschart erstmal eine Umkehrkerze formieren und dann auch im Wochenchart sollte hier was möglich sein. Das werden wir im weiteren Wochenverlauf beobachten. Danke fürs Zuhören und ich melde mich dann später wieder.